Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt haben alle Fraktionen irgendwie die Bälle hin und her gespielt, jetzt sind auch die Piraten nochmal dran mit ihrem Senf. Das Vergaberecht, die Stoßrichtung des Antrags ist gut, ist durchaus unterstützenswert, leider ist die Forderung zu allgemein gehalten. Wir würden hier gerne noch einige Punkte hinzufügen. Das Problem ist an dieser Stelle, dass nicht nur bei den Vergabestellen, sondern auch bei den Richtlinien und gerade im Antrag sind die genannten Aspekte Soziales, Ökologie und Frauenförderung zu enthalten. Uns fehlen aber noch einige Aspekte und das sind vor allem die Themen Transparenz, Korruptionsbekämpfung und Rechtsstaatlichkeit, wozu ich jetzt einiges sagen werde. Im Bereich der Transparenz, ganz wichtig natürlich, die Unterschwelligkeitsbereiche müssen auch die Grenzen vor dem Konjunkturpaket 2 abgesenkt werden. Ganz wichtig ist auch transparenter Oberschicksanerung auch Daten, der zur Vergabe geführt haben. Die Nachhaltigung der Vertrag. Der Schutz des Betriebs und Geschäfts, der ab und zu genannte nutzt, um die Kontrollen nicht offen, die genannten Punkte. Das Register in Berlin, dies eine wirksame Methode, zu Schafe auszusortieren, ist im Bundesrat werden, Einheitsregister für Bund und Länder einführen. Dabei kann übrigens auch ein Blick in das Korruptgesetz wie Hilfe sein, was schon redlich ist. Veröffentlichungspflicht wäre notwendig. Dies sollte beschränkte und freihändige Vergaben erweitern. Auf der Seite www.de veröffentlicht. Im Bereich des Oberbereichs entsprechend dies auch übliche europäische Praxis. Zudem muss unerbar gesehen werden, einen Nachprüfung anzuschauen, momentan möglich nur für den Zweitplatzierten. Dies gebietet das öffentliche Interesse an einem fairen und rechtstreuen Vergabe. Einigung sei mir noch erlaubt. Aus dem Antrag der Linken war nicht ganz zu erkennen, ob die Vergabestellen, wenn diese ausgebaut werden, wenn es mehr Vergabestellen gibt, eventuell doch zu mehr Bürokratie führen. Eine Überlegung müsste noch sein, ob man vielleicht bestehende Vergabestellen ausbaut und eine Nachschulung für diese einführt. Dies wäre dann einer der Punkte, die hoffentlich im Ausschuss dann auch in extenso recht. Dankeschön. Vielen Dank.